call those variants. And we're done. Willkommen zu einem neuen Vlog, dem Monat Juli. Ich habe ja schon lange nicht mehr so direkt in die Kamera gesprochen, weil sich das im letzten Monat einfach nicht so ergeben hat. Also ich habe zwar den ganzen Monat immer so ein bisschen gefilmt und auch die Woche über, wo wir in Italien waren, was sehr schön war mit den Mädels. Also immer mal wieder so kleine Snippets gefilmt, aber es gab halt nicht so wirklich was zu erzählen, wo ich mich hätte hinsetzen können und darüber erzählen könnte. Ja, deswegen dachte ich, statt dass ich dann irgendwie so ein Intro, Outro mache, wo ich dann irgendwie nur Hallo und Tschüss sage, lasse ich einfach die Bilder für sich sprechen, mache so ein bisschen Musik drunter und ja, lasse es so ein bisschen als so ein stimmungsmäßiges Video. Und ja, ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen, aber diesen Monat spreche ich wieder so in die Kamera. Und ja, ich könnte, glaube ich, gleich mit etwas Erzählmäßigem anfangen. Und zwar das Thema Workout. Also ich wurde auf Instagram jetzt ein paar Mal gefragt, ob ich nicht irgendwie was zu meiner Workout-Routine sagen könnte, weil das halt in den letzten Monatsvlogs so ein bisschen prominenter zu sehen war, dass ich im Park Sport mache mit Daisy und dann je nachdem, wer von unseren Freunden Zeit hat. Und ja, deswegen kam, glaube ich, die Frage auf. Und erstmal vorweg, ich habe keine richtige Routine. Also es ist halt einfach so, wie es sich ergibt oder wie man so Bock hat. Das kann einmal die Woche sein, kann zweimal die Woche sein, kann aber auch zwei Wochen lang komplett gar nicht sein. Also je nachdem einfach. Es ist aber schön auf jeden Fall, wenn es einmal die Woche ist, weil ich merke auf jeden Fall, das tut mir generell gut. Man fühlt sich einmal fitter und ja, man ist ausgeglichener. Und es ist auch schön, auf die Art so Zeit mit Freunden zu verbringen, gerade wenn so jeder einfach so sein Ding macht. Das ist irgendwie ganz schön, weil dann sieht man sich zumindest mal. Und auch wenn man halt nebenbei Sport macht, man kann sich so ein bisschen austauschen, was so gerade bei jedem ist. Ja, das machen wir auf jeden Fall so gut es geht. Also ja, je nachdem, wie es ist. Wie es halt sich ergibt. Da haben wir halt so eine WhatsApp-Gruppe und dann fragt halt jemand so, ja, heute Sport und dann entweder passt oder passt nicht. Und ja, was kann ich dann dazu erzählen? Erstmal, was für Sport, also so, wir machen dann halt meistens irgendwelche Videos dann im Park. Da hat Daisy so ein bisschen, da geht so der Credit an sie, weil sie meistens die Videos raussucht. Wie gesagt, dann halt einfach, auf was wir so Bock haben. Ja, wollen wir heute Arme machen oder so Full Body? Und dann je nachdem sucht sie halt ein passendes Video raus. Sie hat auch ein Story Highlight auf ihrem Instagram-Account, wo sie meistens so irgendwelche Tipps und auch Videotipps shared. Das kann ich euch auf jeden Fall in der Infobox mal verlinken. Wir machen aber meistens Videos von Sammy Clark oder Pamela Reif. Ja, das sind halt einfach so die Top 2, wo die Videos am meisten Spaß machen und wo man gut was raussuchen kann, was gerade so passt, auf was man Bock hat. Da kann ich auf jeden Fall auch euch so ein paar Favorites in der Infobox direkt verlinken. Vom Equipment her, das machen wir so, dass jeder so seine eigene Matte mitnimmt. Ich habe so eine mit einem Gurt dran, was ganz praktisch ist, weil dann kann ich auch zum Park hinjoggen. Das sind so ungefähr 2 Kilometer. Ist jetzt nicht viel, aber es ist irgendwie ganz schön, manchmal irgendwie so ein bisschen gut joggen gewesen zu sein. Aber manchmal machen wir halt auch Übungen mit Gewichten. Das sprechen wir dann meistens so auf WhatsApp ab. So, ja, haben wir Bock heute mit Gewichten oder ohne? Wenn ich Gewichte dabei habe, dann laufe ich halt zum Park, weil ich habe so 2x2,5 Kilo Hanteln, mit denen ich halt nicht so gut joggen kann, also ist halt blöd so. Deswegen kommt es darauf an. Daisy hat aber so coole Resistant Bands, mit denen kann man halt auch ganz coole Workouts machen und die haben halt eigentlich kaum Eigengewicht, deswegen könnte man die eigentlich voll gut damit verbinden, dass man damit joggt und dann im Park ein paar Workout-Videos macht. Ja, aber die kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil das halt nicht, wie gesagt, meine sind, sondern von Daisy. Matte, Hanteln oder Resistant Bands. Daisy hat halt noch so coole Baller, Gewicht, Wrist
Bänder, also so Gewichte, die man sich um Handgelenk oder um die Knöchel bindet. Das wäre eigentlich auch eine coole Möglichkeit, um das mit Joggen zu verbinden. Ich habe halt auch keine eigenen. Ich wollte immer mal welche zu bestellen, aber die sind halt voll oft out of stock. Aber das wäre eigentlich vielleicht eine gute Idee, um das miteinander zu verbinden. Naja, aber so viel zum Equipment. Aber was ich euch vielleicht zeigen könnte, wären meine liebsten Workout-Outfits. Daran bin ich dann meistens auch interessiert, so an irgendwelche schönen Sportsachen, die bequem sind, aber auch cool aussehen, weil das so ein bisschen zu meiner Motivation beiträgt, finde ich. Also wenn man sich halt gut fühlt, dann macht es halt irgendwie auch automatisch mehr Spaß. Ja, deswegen könnte ich euch das vielleicht mal zeigen. Und ja, dann ziehe ich ein paar Looks vielleicht an und zeige euch die dann im Spiegel. Hier nochmal kurz meine Matten. Also hier, ich habe meistens dann diese dabei. Das ist so eine lilafarbene Matte von Yogistar, ist glaube ich die Marke. Die hat halt so einen praktischen Gurt. Ich habe aber auch diese Matte, die ich optisch eigentlich schöner finde, weil die halt so ein bisschen mehr neutral ist. Aber die hat noch so einen gummimäßigen Geruch und ich weiß nicht, ob der noch ein bisschen mehr verfliegen muss. Aber ja, deswegen greife ich immer noch zu dieser Matte. Ich könnte halt bei der eigentlich auch diesen Gurt benutzen, falls ich die mal unterwegs mitnehmen möchte. Aber ja, wie gesagt, der Geruch ist so ein bisschen, dass ich dann doch irgendwie zu der greife. Und hier sind noch die Hanteln, die ich habe. Wie gesagt, hier diese Teile kann man halt auch abschrauben und das so ein bisschen anpassen. Ja, da weiß ich die Marke aber gerade nicht. Aber deswegen versuche ich da einfach mal ähnliche rauszusuchen oder andere coole. Meine liebste Art von Oberteilen, die ich trage, sind eigentlich so asymmetrische Sport-BHs. Also hier ist zum Beispiel einer von Philippa K., den ich sehr, sehr schön finde. Der hat hier so einen Bund, der so ein bisschen anderes Material hat als das Oberteil. Und ja, die finde ich halt einfach optisch super schön, weil die so ein bisschen anders sind. Aber sie sind halt super bequem. Also man hat halt hier so einen breiteren Träger, der dann nicht einschneidet oder so. Man hat halt komplette Bewegungsfreiheit. Es ist trotzdem alles schön fest. Und ja, sieht schön aus. Es gefällt mir halt persönlich am liebsten. Das ist jetzt einer von Philippa K. Soft Sport. Die mag ich generell sehr gerne bei so Workout-Kleidung. So wie auch die Leggings. Das ist irgendwie so eine Yoga-Leggings von denen. Die hat halt hier auch so einen schönen breiten Bund, was ich irgendwie ganz gerne mag. Und ja, das ist auf jeden Fall eins meiner liebsten Outfits schlicht, aber durch diese Asymmetrie finde ich, ist es so ein bisschen besonderer. Das mag ich halt ganz gerne. Und ja, ich liebe einfach die Stoffe irgendwie bei Philippa K. Super schön, ja, hochwertig, schön soft, aber trotzdem fest. Aber es kann sich auch sehr unterscheiden. Ich hatte auch mal eine Sportleggings von Philippa K., die super, super fest war. Das ist schon so klaustrophobisch irgendwie da drin war. Da muss man auf jeden Fall gucken. Also ja, so viel zu diesem Look. Ich werde gleich noch mehr zeigen. So, hier haben wir ein weiteres asymmetrisches Oberteil. Das ist jetzt von And Other Stories. Das trage ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne. Und das kommt hier zusammen mit so einem passenden Set, also mit Leggings. Wobei ich aber sagen muss, dass ich die Leggings draußen noch nicht so oft anhatte, weil die einfach vom Stoff her relativ dick ist und es war dann halt einfach zu warm, um damit draußen Sport zu machen. Deswegen hatte ich da meistens das Oberteil an mit einer anderen Hose. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar ziehe ich am liebsten diese Hose an bei dem warmen Wetter. Das ist jetzt eine von Arket, so eine Cycling Shorts. Bei Arket heißt die aber, glaube ich, auch irgendwie Yoga Shorts oder so. Die gibt es in zwei Längen, wenn ich mich nicht irre. Das ist jetzt die lange Variante und dann gibt es, glaube ich, noch mal eine kurze Variante. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es umgekehrt war, aber ich meine, dass es eine kürzere Variante gibt, weil bei dieser Variante ist manchmal so, dass es halt beim Sportmachen irgendwie so hochrollt, was potenziell nervig sein kann. Aber generell ist es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, mit einer kurzen Leggings Sport zu machen, wenn es halt so warm ist wie jetzt im Juli. Ja, das ist auf jeden Fall auch eines meiner liebsten Outfits und ja, dann meistens halt diese Leggings, wenn sie nicht gerade in der Wäsche ist und dann halt irgendein Oberteil. Dieses jetzt zum Beispiel, das passt halt auch ganz gut, ne? Muss jetzt nicht das passende Farbe unbedingt sein oder halt ein anderes. Ich zeige euch da noch mehr. Zum Beispiel dieses Top, das ist jetzt auch von Philippa K. mit so ein bisschen mehr V-Ausschnitt, aber auch wie das asymmetrische Top mit so einem Bund. Also schwarz und dunkelblau finde ich auch sehr schön. Oder noch ein anderes. Oder dieses hier, das ist auch von Philippa K. Das ist so ein bisschen klassischer, das hat so verstellbare Träger, was ganz cool ist. Und ja, ganz simpel, Sporttop-mäßig. Ja, das benutze ich auf jeden Fall auch sehr gerne. Und dann zeige ich euch mal, was ich so drüber ziehe, wenn es so ein bisschen kühler ist, also so für den Weg zum Park, wenn man nicht gerade hinjoggt.
Also letztens hatte ich zum Beispiel das hier an. Das ist so ein super alter Kaschmir-Cardigan von Esprit. Ja, so aufknüpft oder einfach mit so einem Knopf zu. Und vielleicht so die Ärmel hochgekrempelt. Das mag ich auf jeden Fall ganz gerne, weil das ist für den Hinweg gut, wenn man noch nicht so warm ist und man sich noch ein bisschen einkuscheln will. Aber auch für nach dem Workout sieht man eigentlich ganz schick und cool aus. Ich zeige dann halt das mit der Matte noch dazu. Also ich finde es echt ganz cool. Gefällt mir halt einfach, wenn es nochmal so ein bisschen schick aussieht. Aber versteht mich nicht falsch, ich gehe auch mal mit so einem Gammel-T-Shirt oder so raus. Aber es ist auch schön, wenn man irgendwie ein paar Lieblings-Outfits hat, in denen man sich einfach gut fühlt, oder? Oder ich ziehe halt einfach so einen breiten Pullover drüber. Das ist jetzt einer von Weekday. Das ist jetzt eine Leggings von Arke. Die ist so ein bisschen kürzer. Die passt mir von der Länge halt nochmal ein bisschen besser. Und dann halt irgendwelche Schuhe. Also vor allem, wenn ich jetzt eh nicht jogge, dann nehme ich halt irgendwelche Sneaker. Das sind jetzt so alte Reeboks. Die sind eigentlich ganz cool. Und ja, super easy. Wenn ich jogge, dann nehme ich meistens die. Das sind jetzt auch nicht so meine besten Jogging-Schuhe, aber irgendwie finde ich die halt am coolsten. Vor allem, wenn ich dann halt nur so 2 Kilometer jogge, dann ist es eigentlich fast egal. Meiner Meinung nach jedenfalls. Dann nehme ich halt die. Und wie gesagt, wenn ich eh nicht jogge, dann ziehe ich halt auf der Matte eh Schuhe aus. Dann habe ich die oder halt Flip-Flops, je nachdem, worauf ich Bock habe. Ja, das waren so ein paar meiner Lieblings-Workout-Outfits. Also wie gesagt, ich laufe nicht immer irgendwie top-gestylt rum oder so. Manchmal nehme ich auch einfach irgendein großes T-Shirt oder so und sieht halt nicht immer cool aus, muss es auch nicht. Aber es ist schon schön, wenn man so ein paar Looks hat, wo man die anziehen kann und denkt so, ja, jetzt habe ich erst recht mehr Bock, Sport zu machen, wo man sich einfach besser drin fühlt. Und gerade für mich als jemand, der Mode interessiert ist, ist es halt auf jeden Fall etwas, worauf ich achte, wo es mir einfach automatisch ein bisschen mehr Spaß macht, wenn es auch schön aussieht. Und ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen ja so ein bisschen Inspiration, die Looks. Vielleicht war jemand eh auf der Suche nach irgendwelchen coolen Sportklamotten. Und ja, ich hoffe, das konnte so ein bisschen Inspiration geben. Bin ich einfach nur so das Stativ jetzt für dich? Ja. Bin ich komplett drauf? Nö. Kannst du dann so machen, dass meine Spitze drauf sind? Okay, ausnahmsweise. Aber ein bisschen am Kopf soll natürlich auch noch Platz sein, deswegen gehe ich mal noch ein Stück zurück. Ich würde jetzt mal sagen so. Mhm. Mhm. Und dann kannst du mal so auf die Füße halten und dann von unten nach oben schwenken. Ob die jetzt echt hier alles gut kommt? Ne? Ich wollte euch mal eben neuen Schmuck zeigen, weil ich arbeite gerade mit Astrid and Miu zusammen und habe von denen neuen Schmuck bekommen, unter anderem halt diese kleinen Kreolen. Und ich trage ja sowieso immer sehr gerne so kleine Huggies mit Steinchen dran und das ist eben auch so ein Exemplar. Ich zeige es gleich mal näher, aber die sind auf jeden Fall super süß. Und wenn man halt mehrere Ohrlöcher hat, was ich unbedingt mal wieder machen möchte, also ich hatte früher mal mehr Ohrlöcher, die sind jetzt aber zusammengewachsen, dann sind solche Huggies natürlich voll cool, um die miteinander zu kombinieren. Aber ja, ich finde die super cool, weil dann hat man halt Schmuck in den Ohren, aber nicht zu krass auffällig und es passt dann einfach zu jedem Outfit. Man kann es quasi immer drin behalten. Ja, die sind wirklich super schön. Ich zeige es gleich mal nochmal im Nahen und ich habe auch anderen Schmuck von denen, den ich euch zeigen möchte.
So, hier könnt ihr die Ohrringe jetzt hoffentlich besser erkennen. Also es sind ganz viele kleine Steinchen dran mit ein bisschen Gold. Sehr schön. Und dann habe ich noch dieses Paar Ohrringe. Die sind eigentlich auch ganz cool, weil die haben halt so einen Perlenanhänger. Aber wenn man möchte, kann man die Perlen auch abmachen und hat dann einfach so eine schlichte silberne Kreole. Also man hat quasi zwei in einem, was ich ganz cool finde. Und dann habe ich nochmal was mit Perlen, und zwar diese Kette hier. Die finde ich auch sehr, sehr cool. Ich mag halt so Perlen, die unregelmäßig geformt sind. Und die hier, diese Kette hier hat halt so verschiedene dran. Also hier so runde, kleine und dann diese Barockperlen. Zieh die gleich mal an. So, ich habe die Ohrringe wieder angezogen und dazu auch jetzt die Kette. Und ich zeige euch das Ganze mal im Outfit. So, das ist jetzt mein Outfit. Also ich habe so eine smarte Hose von Totem an. Das ist ein bisschen älteres Modell. Und dazu so ein Racer-Top. Und dazu die Kette, finde ich, ist irgendwie eine coole Kombination. Also so eine Mischung aus Business-Pants und Urlaubs-Souvenir oder so. Ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Danke. Das ist super, aber auch zu viel. Ich habe Ich habe von Jill Sander und Birkenstock die Sandalen bestellt. Und als sie angekommen sind, musste ich gleich nochmal welche bestellen, weil die echt groß ausfallen. Also ich habe normalerweise 37 und hier ist die 37 halt echt sehr, sehr groß. Also vorne habe ich super viel Platz und da hilft es auch nicht, die enger zu schnallen. Ja, dann habe ich halt eine Nummer kleiner bestellt, also 36, und das passt dann auch. So, ich habe mal eine lange Hose dazu angezogen und irgendwie finde ich das ganz cool. Also gerade wenn man so schwarze Sachen anhat und dann so helle Sandalen, finde ich irgendwie ganz cool. Ja. So, ich bin jetzt gleich mit Daisy und Erika zum Sushi-Essen verabredet und heute dachte ich mir irgendwie, ich will mich so ein bisschen schicker machen und habe hier halt so ein Tanktop-Kleid an von H&M. Das ist so, ja, also hier so Racerback, dann so ein bisschen enger, relativ lang und Havaianas und meine Flechttasche von Bottega Veneta und die Kette von Ray, habt ihr jetzt schon öfter gesehen. Ja, also so ein bisschen schicker, einfach weil es so ein schwarzes Kleid ist, aber trotzdem relativ bequem und ja, flache Schuhe, Flipflops halt trotzdem, ja, easy. Nicht zu schick. Change like the seasons.
Deko. So, von einem Interior-Projekt direkt zum nächsten und da lasse ich Johannes echt nicht in Ruhe, weil ich immer mit einer neuen Idee komme, zu dem ich ihn überreden möchte. Und hier stehe ich jetzt vor dem nächsten Projekt und da haben wir in der Zwischenzeit schon ein bisschen was gebaut und ich zeige euch das jetzt mal richtig. Das ist hier bei uns in der Küche, da wo sonst immer der runde Esstisch mit den zwei Stühlen steht, hier am Fenster, da hatten wir halt diese Nische, also wo es halt reingeht, wo aber nichts ist und ich auch kein Bild aufgehangen habe oder sonst was. Und zwar dachte ich mir, ich will da ein Einbauregale haben. Ich habe hier auch so eine kleine Zeichnung vorher vorbereitet. Also wir weichen davon so ein bisschen ab, aber so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Also hier so unten der Bereich ist ja schon zu. Dann haben wir hier halt so vier Fächer. Eins ist ein bisschen höher, weil ich unbedingt wollte, dass eine Lampe, die ich habe, da reinpasst. Und da haben wir uns auch gedacht, dass wir so ein Loch machen, damit man das anstecken kann. Und dann drei weitere Fächer, die so ein bisschen schmaler sind. Das, was wir jetzt anders machen, ist aber, dass wir hier noch so ein, also dass wir das Stück haben. Weil ich das doch schöner finde, wenn das so ein bisschen mehr eingelassen ist und nicht wie Bretter, die bis zur Wand gehen, sondern eher wie eine Wand, die vier Löcher hat quasi, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, und das ist hier der aktuelle Status. Hier oben könnt ihr sehen, dass wir so Holz benutzt haben. Also wir eigentlich, Johannes. Johannes hat das jetzt hier alles bisher gemacht. Ich konnte da nicht viel helfen bis jetzt und habe höchstens mal was gehalten oder so. Also er hat so Holz benutzt und das dann so an die Wände und Decke befestigt und daran dann die Gipskartonplatten. Es gibt eigentlich auch so, so Alugestell oder sowas, was man für sowas benutzt. Aber das hat bei uns mit den Maßen nicht so gepasst. Deswegen Holz und ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch irgendwie bessere, schlauere Wege, das zu bauen. Aber ja, wir haben das jetzt einfach so gemacht, einfach Freestyle. Ich finde, das sieht ganz gut aus und ja, irgendwie muss man sowas ja ausprobieren. Und ja. Dann wird das Ganze hier oben noch zugemacht und dann spachteln wir das Ganze, also überall, wo die Schrauben sind und die Kanten und Verbindungsstellen. Und dann wird das Ganze gestrichen, weiß, und dann sieht das Ganze hoffentlich so aus wie eine Wand, die einfach vier Regalflächen hat. Und hier oben haben wir die Gardinenstange, die ging ja eigentlich bis zur Ecke. Die haben wir jetzt erstmal runtergenommen und werden wir dann kürzen bis hier und dann kommt sie wieder ran. Da haben wir die Gardinen nochmal dran und ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon riesig, wenn das Ganze fertig ist, weil ich finde sowas immer so cool, wenn ich sowas sehe, so Einbauregale. Und also ich werde das jedenfalls nicht so vollstellen mit Sachen. Also es wird ein bisschen mehr Deko, als das praktisch ist, würde ich sagen. Also es ist auch praktisch, aber ich werde es halt, wie gesagt, nicht als Hauptstauraumfläche benutzen, sondern nur so punktuell sowas hinstellen und einfach so ein bisschen Atmosphäre schaffen und so ein bisschen Deko. Mal gucken. Vor allem,
So, wir haben am Samstag angefangen mit Spachteln und dann habe ich Sonntag nochmal den ganzen Tag gespachtelt. Und so sieht jetzt der aktuelle Stand aus. Also es hat halt schon so richtig Form angenommen, was für einen krassen Unterschied das macht, wenn man halt die ganzen Schrauben und Lücken und so weiter wegspachtelt. Und dann müssen wir das Ganze nur noch abschleifen und hier und da sind noch so ein paar Stellen, die wir noch ein bisschen spachteln müssen. Also der Übergang zum Beispiel zur Wand und dann ganz oben noch ein paar kleine Ecken und so weiter. Aber ja, nachdem wir das so ein bisschen glatter geschliffen haben, kommt dann eine Grundierung drauf und dann die Farbe und dann ist es fertig und oh, es sieht jetzt schon super cool aus. So, ich habe mich ins Wohnzimmer gesetzt, weil das Licht in der Küche einfach so super dunkel ist. Jedenfalls haben wir mehr leider nicht geschafft, aber das heißt, dass ich euch dann im nächsten Monat das fertige Ergebnis zeige. Und ja, vielleicht seid ihr auch so gespannt drauf wie ich, wie das dann fertig aussieht. Und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich auch. Also das war's von meinem Monat Juli. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!